draußen im Wald oder bei der Krisenvorsorge bzw. Prepping was Leckeres zu essen haben. Vielleicht kann man selber nicht kochen oder man hat keine Lust selber zu kochen. Da gibt es verschiedene Anbieter und ich habe etwas zugeschickt bekommen von sicherstadt.de und zwar Expressmenü. Und ob das was Feines wirklich ist, das schauen wir uns dann jetzt mal entspannt zusammen an. Bevor wir uns das Rindergulasch aber mal schön in den kleinen Topf hier reinhauen, schauen wir uns erstmal grundsätzlich an, was so die harten Fakten ist. Wir haben hier Rindfleisch für Gulasch in Würfel geschnitten, das ist mir klar, mit Zwiebeln, Paprika, Knoblauch, Majoran, Pfeffer. Nährwerte, das ist immer ganz interessant. Wir haben auf 100 Gramm 84 Kalorien und 7,9 Gramm Eiweiß. Wir haben in der Zusammensetzung Rindfleisch vom Vorderviertel. Dann Rinderbrühe, Rapsmehl, Maismehl, Knoblauch, Paprika etc. etc. Und es ist allergenfrei. Wir sollen es bei 1 bis 30 Grad lagern. Wir brauchen 3 bis 5 Minuten, um es zu erwärmen. Das kommt natürlich auf die Feuerquelle an. Es ist glutenfrei. Und wir haben hier ein sterilisiertes Fertiggericht. Sterilisiert bedeutet natürlich lagerungsfähig und das auch teilweise sehr, sehr lange. Als Datum wird hier der 8.9.2031 angegeben. Das wäre von jetzt an in etwas mehr als 10 Jahren. Ich kann mir aber nicht vorstellen, warum es in 12 Jahren dann plötzlich nicht mehr genießbar sein soll. Da ändert sich dann, glaube ich, nicht besonders viel. Wir haben ohne Konservierungsstoffe, Farbstoffe, künstliche Aromen etc. etc. handgemacht in der Tschechischen Republik. Mal schauen wir mal, was die Tschechen so können beim Kochen, ne? Gleich vorweg, wir haben hier einen Preis beim Rindergulasch von knapp 7,50 Euro. Es gibt verschiedene. Ich habe 4 Stück zugesendet bekommen. Das heißt, ich habe auch noch Chicken Wings in Honig, Haxen und Pilzrahmsoße. Ich werde jetzt heute erstmal nur das erste probieren. Ich werde euch natürlich aber mitteilen, ob die anderen auch gut schmecken. Es gibt noch viele weitere. Ich habe mich ein bisschen auf der Seite umgeguckt und da gibt es sehr, sehr viel. Also von verschiedensten Suppen für Vegetarier, alles Mögliche einfach. Auch Beilagen, man kann sich da auch Reis etc. Es gibt riesige Pakete, wo man sich richtig von den Dingern so einen Monatsvorrat erstehen kann bei sicherstadt.de etc. Das heißt, wenn man da ein bisschen anspruchsvollere Kost, die man nicht selber machen möchte oder nicht selber machen kann, dann kann man da durchaus mal zugreifen. Jetzt schauen wir aber erstmal, ob man das wirklich kann in Bezug auf den Geschmack. Es riecht ganz fantastisch, muss ich sagen. Es sind auf jeden Fall große, dicke Fleischstücke drin. Und du musst das schon aufmachen, damit du es ausschlecken kannst, mein Wurf. Da. Hol dir den Rest. Na los, hol dir den Rest. Das aussieht. So, das Gulasch ist warm. Es sieht von außen nicht besonders aus. Also nicht schlecht oder gut, sondern es sieht einfach aus, wie Gulasch aussehen sollte. Was mir gleich aufgefallen ist, ist einmal, da sind wirklich große Fleischstücke drin. Top. Und dass diese Fleischstücke praktisch, also sehr leicht zerfallen. Guck mal, ich habe das nur gegen die Wand gedrückt. Dann ist das gleich in den Fasern aufgegangen. So stelle ich mir Gulasch vor. Probieren wir erstmal so ein bisschen die Grundlage, ne, sozusagen die Soße, Suppe, in die das eingelegt ist. Diese riecht sehr, sehr kräftig. Und sie schmeckt sehr kräftig. Also, sie schmeckt eigentlich so, wie ich mir gutes Gulasch vorstelle, sozusagen. Gulasch ist ja immer wieder so ein Gericht, was gerne mal gemacht wird, aber in den seltenen Fällen gut. Was ich damit meine, ist, dass die wenigsten Menschen wissen, wie kräftig die Brühe sozusagen genau sein soll, wie das Fleisch genau sein soll, etc. Diese Brühe ist ganz wunderbar, oder die Soße vom Gulasch allgemein. So, und dann, das ist natürlich das, was man eigentlich haben will, geht's um das Fleisch.
Ich habe nichts zu meckern. Gar nichts. Der ist nicht zu hart, nicht zu weich. Es ist schön rindfleischintensiv. Das liegt wahrscheinlich an der Rinderbouillon, die da noch mit drin ist. Ja, ich habe nichts zu meckern. Schmeckt gut. Jetzt können wir sich natürlich noch richtig geil ein eigenes Brot dazu machen, wenn man es zum Beispiel als Krisenvorsorge zu Hause hätte. Natürlich auch Nudeln und Reis sind ja super einzulagern. Also im Prinzip passt das Nudeln, Reis, Brot, da passt ja fast alles dazu. Couscous vielleicht jetzt nicht perfekt oder Bulgur, aber selbst das würde ja schmecken, ne? Ja, das ist gutes Gulasch. Wirklich. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, weil ansonsten habe ich bei Essen immer irgendwas rumzumeckern, aber das funktioniert. Das Rindergulasch ist einfach gut, so wie es sein soll. Und es hält ewig, es ist gut verpackt, ich finde es vom Design, Geruch, Geschmack, alles super. Das Einzige, was ihr natürlich für euch entscheiden müsst, ist, ob das euch den Preis das wert ist. Ne? Wenn ihr damit Krisenvorsorge betreiben wollt, als Ergänzung vielleicht zu günstigeren Sachen, dass ihr euch das dann sozusagen in eurer Planung für Krisenvorsorge oder so als einmal die Woche einplant, ne? Wenn ihr nicht so monetär gut ausgestattet seid. Ne? Da müsst ihr dann selber gucken, wie ihr das machen wollt. Aber es ist im Prinzip, also dieses Rindergulasch, das beste Outdoor-Instant-Essen, was ich sozusagen jemals hatte. Das war's. Der Hund ist schon ganz gierig darauf, natürlich den Rest ausschlecken zu dürfen. Er hat von der Packung her das alles ausschlecken dürfen. Er war ja auch ganz gespannt, ganz heiß drauf. Aber er ist auch kein Maßstab. Ne? Er findet alles geil im Prinzip, was irgendwie fettig ist. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin gerade jetzt ein bisschen heiß drauf geworden, die anderen drei Gerichte, die ich auch zugeschickt bekommen habe von sicherstadt.de, auszuprobieren. Ihr findet natürlich unten links in der Videobeschreibung. Das könnt ihr euch natürlich alles angucken, falls euch vielleicht auch andere Gerichte zusagen etc. Ich werde die anderen natürlich in nächster Zeit durchprobieren, weil ich sie ja sowieso zu Hause habe. Und vielleicht schreibe ich ja in die Videokommentare dann immer hier drunter unter das Video, wie die Gerichte dann waren. Rindergulasch kriegt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr auch mit dem kleinen Video. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss, tschüss.